berichtet so heute ein Alpaka. Denn wir haben heute mit dem ganzen 90-Stilhaus einen Ausflug zu der einzigen Alpaka-Farm in Ibiza gemacht, wo einfach offiziell der beste Alpaka Europas liegt. Und ich durfte ihn sogar füttern. Aber leider nicht streicheln, denn er hat die weicheste Wolle von allen Alpakas in Europa. Doch als wir dann zu den Frauen sind, die sogar gerade ein Baby haben, durften wir sie einfach beim Füttern auch streicheln. Oh, sie ist so weich. Und zum Schluss hatte ich sogar meinen ersten Kuss mit einer Alpaka-Frau. Ein nächster Punkt auf der Bucketliste.